Wer waren eigentlich die heiligen drei Könige? Im Matthäusevangelium heißt es, dass Sterndeuter aus dem Osten zur Zeit der Geburt Jesu nach Israel kamen. Sie waren einem besonderen Stern gefolgt, der sie zum neugeborenen König der Juden führen sollte. Der Stern blieb über Bethlehem stehen und dort fanden sie Jesus in der Krippe. Sie brachten ihm wertvolle Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Rund um diese Sterndeuter entwickelten sich Legenden und Auslegungen. Aufgrund der drei Geschenke schloss man auf drei Personen. Ihnen wurden die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar zugeschrieben. Sie wurden als Vertreter der damals bekannten drei Weltteile angesehen: Afrika, Europa und Asien. Auch ihre Geschenke wurden gedeutet als Symbole für Jesus Christus, den König, Gott und Menschen. Die als Reliquien der heiligen drei Könige verehrten Gebeine wurden 1164 nach Köln gebracht und liegen bis heute im Kölner Dom. Eine offizielle Heiligsprechung hat es für sie nie gegeben und dennoch verehren wir die heiligen drei Könige bis heute. Und übrigens, am Dreikönigstag, dem 6. Januar, wird eigentlich das Fest Epiphanie gefeiert. Das bedeutet Erscheinung. Denn das Kind in der Krippe ist den Sterndeutern und mit ihnen der gesamten Welt erschienen. Rund um diesen Tag ziehen Kinder in Deutschland verkleidet als Sternsinger von Haus zu Haus. Sie sammeln Spenden für Kinder in Not und schreiben einen Segen an die Haustüren. C plus M plus B. Das bedeutet Christus Mansionem Benedicat. Also, Christus segne dieses Haus.